Sachen bei dem Arzt reden. Ich dachte, ich hätte Sie auf Ihre Kabine geschickt. Sie sollten sich doch hinlegen. Ich weiß. Aber warum? Warum? Sie haben während der Untersuchung Blut gespuckt. Darum. Sie sind krank und Sie brauchen ganz dringend Ruhe. Ich bin nicht krank. Ich bin kerngesund. Sind Sie nicht. Sie haben Blut gespuckt. Das ist kein gutes Zeichen. Irgendetwas stimmt mit Ihren inneren Organen nicht. Bevor sich mein Verdacht bestätigt, verordne ich dringend Bettruhe. Oder wir gehen davon aus, dass ich gesund bin. Sehe ich denn krank aus? Nein, aber Sie sind es. Müssen Sie denn erst zusammenbrechen, bevor Sie auf mich hören? Zusammenbrechen? Ohne Behandlung könnten Sie sogar sterben. Was? Wann? Ich weiß es nicht. Noch machen Sie mir einen fitten Eindruck, aber wie gesagt, das kann täuschen. Dann muss es noch eine Weile gehen. Ja. Wenn ich wirklich krank wäre, was könnte ich dagegen tun? Hier? Nichts. Sie müssen in ein Krankenhaus und sich vollständig untersuchen lassen. Dafür habe ich aber keine Zeit. Sie werden keine Zeit mehr haben, wenn Sie sich nicht sofort darum kümmern. Weißt du, wie du gerade klingst? Nein. Wie klinge ich? Ihr müsst euch sofort darum kümmern, sonst habt ihr keine Zukunft mehr. Du klingst wie ich. Dann tun Sie sich einen Gefallen und hören Sie zur Abwechslung mal auf sich. Ich fürchte, das kann ich nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Darf ich vorbei? Tut mir leid, aber das kann ich nicht verantworten. Sie sind krank. Sie brauchen Ruhe. Das ist doch ganz allein meine Sache, wo ich hingehe. Nicht solange ich Ihr behandelnder Arzt bin. Was ist denn auf der anderen Seite der Brücke? Der Rest der Bohrinsel. Der Arbeiterbereich und die Forschungsstation. Orte, an denen kranke Menschen nichts zu suchen haben. Dann gehe ich eben wieder. Ich denke nur an Ihre Gesundheit. Ja. Ich dachte... Dann gehe ich eben. Ich denke nur an... Ich dachte, ich hätte... Dann gehe ich eben. Ich denke nur an... Okay, wir müssen auf den Weg finden zu kommen. Können wir hier irgendwas machen? Aufpasser. Ah, entschuldigen Sie, aber Sie dürfen da nicht rein. Warum nicht? Die Präsentation ist nur für Investoren und Bohrinselpersonal. Warum gehen Sie nicht in die Kantine? Was essen? Ich sage Dr. Svensson dann, dass Sie dort sind. Ich sehe mich lieber noch etwas um. Danke. Wie Sie wollen. Es tut mir ja sehr leid, aber Sie dürfen da nicht rein. Okay. Dürfen wir hier rein? Kleine Motte in der Lampe. Die ist zu. Können wir hier raus auf den Hubschrauber-Landeplatz? Können wir von da aus irgendwas machen? Oha. Achso, da kommen wir da runter. Dann. Mal hier nachgucken. Wir haben ein Kabel. Okay. Leer. Die hat sicher guten Empfang. Hallo? Hey Lou, bleib mal eben in der Leitung, ja? Oh, hallihallo. Was kann ich für Sie tun? Schreck. Du bist Funker? Richtig. Sag mal, du bist doch mit Ben Svensson hergekommen, nicht? Ja, wieso? Seid ihr verwandt oder so? Ist er dein Onkel? Wieso willst du das wissen? Ach, nur so. Ich muss los. Bis dann. Okay. Das war ja nicht sehr aufschlussreich. Eine Metallrampe, genau wie vor unserem Speisesaal zu Hause. Eine Metallrampe, genau wie vor unserem... Oh, die Zeitfunkantenne, die kennen wir. Oggi hat die Antenne an den Helikopter montiert. Danke, Oggi. Hab ich gern gemacht. Sie steht stabil, aber der Empfang ist trotzdem zu schwach. Oggi. Ah, warte einen Moment. Delvin, hier ist Faye. Kannst du mich hören? Delvin, was war das mit dem Anschlag? Das könnte nichts sein. Oggi,
Was hast du mit der Antenne gemacht? Ich habe sie aufgebaut. Genau wie du mir es erklärt hast. Warum funktioniert sie da nicht mehr? Vielleicht ist sie zu schwach. Oder jemand funkt uns dazwischen. Es ist aber garantiert nicht meine Schuld, ehrlich. Ja, irgendwer funkt dazwischen. Andere Signale? Irgendwelche Wellen? Aber was für Wellen? Andere Funkwellen vielleicht. Spacewellen, Gehirnvibrations? Gehirn was? Telepathie. Habt ihr in der Zukunft nicht? Nein? Was weiß ich, welche Wellen da alle in Frage kommen? In der Erde offensichtlich. Wie war das mit den Störwellen? Such nach Geräten, die Wellen aussenden und schalt sie aus. Wie verstärke ich die Sendeleistung? Das ist leicht. Du suchst dir eine fettere Antenne und zapfst sie an. Ich habe sogar ein Kabel zum Anschließen. Willst du es haben? Oh ja, bitte. Erwarte aber nichts Großes. Es ist nur sehr kurz und manchmal sitzt es sehr locker und ich leg's dir einfach dahin, okay? Dankeschön. Yeah. Wie verstärke ich die Sendung? Verbinde deine Antenne mit einer... Was machst du da? Ich lese Gamma Ray vs. Nuke Boy. Das große Finale. Willst du mitlesen? Da sind ja nur Bilder drin. Aber genau das ist doch der Clou an der Sache. Text und Bild in einer perfekten Symbiose. Das bringt die Gehirnhälften so richtig zum Kochen, sag ich dir. Nennt sich Comic. Wir haben auch Comics zu Hause. Damit bringen wir den Kindern bei, wie sie im Falle einer Reaktorexplosion überleben können. Sie entwickeln Superkräfte und verprügeln fiese Schurken? Nicht ganz. Schade. Hast du Bent gesehen? Ist er nicht auf der Präsentation? Mit dir? Einer eurer Medizinmänner hat mich aufgehalten und jetzt lassen sie mich nicht mehr rein. Ich hoffe, alles läuft gut. Ach, Doc Svensson schafft das schon. Wahrscheinlich feiern sie ihn gerade übelst ab und werfen ihn mit Konfetti. Ja. Wahrscheinlich. Oh je. Du hast die Zeitfunkantenne ganz alleine aufgebaut? Ja, kein Ding. War ja schon lange scharf drauf, die Gute in Aktion zu sehen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Alles ging hyperfix, bis ich zu den Würfeln kam. Boah, ey, wer denkt sich denn sowas aus? Stimmt. Ja. Die Würfel sind furchtbar. Danke für deine Hilfe. Ja, kein Problem. Wie verstärke ich die Sendeleistung nochmal? Verbinde deine... Wie war das mit... Such nach... Bis später. Jo. Okay. Oggi liest ein Buch mit kleinen Bildchen drin. Hallo, Oggi. Oh, hey, na? Was kann ich für dich... Bis später. Jo. Okay. Oggi hat die Antenne... Ah, das Kabel. Weit reicht das nicht. Nee. Und das war's dann auch schon. Ich habe die mit... Kannst du aufhören zu funken? Ja. Funkst du gerade? Wieso fragst du? Könntest du einen Moment lang damit aufhören? Du störst mein Signal. Du und Bent, ihr seid Arbeitskollegen, richtig? Nein. Ach, seid ihr nicht? Ich dachte nur, weil ihr beide so zusammen rumreist. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Natürlich. Wie war sie nochmal? Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Hör bitte auf zu funken, du störst mein Signal. Hey, das war doch nur eine harmlose Frage. Ich muss einen Freund kontaktieren und dein Funksignal stört mich dabei. Würdest du also bitte endlich aus der Leitung gehen? Ich fürchte, das geht nicht. Ich spreche gerade mit Lou von der Bohrinsel nebenan. Wir haben sehr wichtige Dinge zu besprechen. Wie lange noch? Bis zur Mittagspause. Wann ist Mittagspause? Sie hat gerade angefangen, aber ich und Lou haben uns festgequatscht. Da kann ich doch nicht einfach aufstehen und abhauen. Svensson und du, ihr seid also keine Arbeitskollegen und auch nicht verwandt? Warum machst du nicht Mittag? Ach, die Kantine ist so weit unten und ich bin so faul. Macht aber nichts. So habe ich mehr Zeit für Lou. Mensch, habe ich da was für dich. Warum stellst du mir diese Fragen über Bent? Wieso? Man darf doch mal etwas neugierig sein, oder? Ist ja sonst auch nicht viel los auf der Insel. Ich hab dir Essen mitgebracht. Oh, echt? Rackfisk. Guten Appetit. Oh, mein Lieblingsessen. Hey Lou, ich muss Schluss machen. Essen ist da. Sehr schön. Das kannst du mir später erzählen. Hab gerade Mordskohldampf. Bis dann. Lecker. Er scheint mich vergessen zu haben. Na, umso besser. So, dann funken wir mal.
Hallo? Immer noch kein Empfang. Okay, wir müssen doch noch die Kabel hier verbinden. Die mal festknoten. Können wir es nicht hiermit verbinden? Tja, ach, mit der Antenne müssen wir es verbinden. Und über das Geländer. Einmal anfassen, bitte. Es sind circa 5 Meter von der Antenne bis zur Rampe. So, jetzt vielleicht. Es fließt Strom durch das, hallo? Durch das Kabel. Immer noch kein Empfang. Reicht das Geländer nicht? Tja, die Antenne ist doch verbunden. Überprüfen wir die nochmal. Sie steht stabil, aber der Empfang ist trotzdem zu schwach. Es wird doch jetzt nicht mehr gefunkt, oder? Ich bin's wieder. Hi, Faye. Wie war das mit den Störwellen? Such nach Geräten, die Wellen aussenden und schalt sie aus. Irgendwas. Wie verstärke ich die Sendeleistung nochmal? Verbinde deine Antenne mit einer größeren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bis später. Jo. Tja, der funkt nicht mehr, aber. Tja. Vielleicht mal. Können wir die Mikrowelle umbauen? Was waren das noch für Wellen? Mikrowellen, keine Ahnung. Kann jedenfalls ungemütlich werden, wenn man damit was anderes macht als essen. Okay. Wäre eine es Pfeile aus. Die Pfeile mit die Pfeile passt genau in den. Okay, hier ein Stuhl. Her damit! Ja. Einmal die Mikrowelle, bitte. Da! Da! Tada! Du solltest aufhören zu singen. Was verstehen Sie schon von Musik? Okay, Mikrowelle kaputt. Die sendet nicht mehr. Hat's auch vorher nicht, aber was soll's. So funktionieren Mikrowellen nicht. Aber was soll's. Jetzt muss es klappen. Achtung, Achtung! Hier spricht Funker Faye. Delvin, bist du in der Leitung? Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Bitte, bitte, bitte. Hallo, Faye. Sadi? Aha. So. Es freut mich, dass die Präsentation Sie so überzeugen konnte. Ich muss gestehen, das Ergebnis hat mich selbst etwas überrascht. Dann war das ja eine ganz wunderbare Überraschung für uns alle. Ich kann Ihnen versichern, Herr Doktor, Sie haben uns auf ganzer Linie überzeugt. Schatz, bitte. Wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Nicht bevor wir die Bakterie selbst getestet haben. Darum schlage ich vor, dass der gute Doktor uns schnellstmöglich eine Probe seiner wunderbaren Alge zukommen lässt. Sollte dann alles mit rechten Dingen zugehen, wovon ich ausgehe, werden unabhängige Forscher das Ergebnis von vorhin ohne weiteres rekonstruieren können. Das Netz wird richtig sein. Unsere uneingeschränkte Unterstützung ist Ihnen sicher. Oder gibt es da ein Problem? Lass mich durch! Ich muss zu Ben Svensson! Mir scheint, die Zahl Ihrer Fans wächst von Minute zu Minute, mein lieber Doktor. Ich muss mit ihm reden, bitte. Entschuldigen Sie mich.
Hier rein. Schnell. Jetzt okay, mal immer mit der Ruhe. Sag schon, wie ist es gelaufen? Was? Die Alge. Sind die Investoren überzeugt? Ha, sie sind sogar begeistert. Gut. Ja, ein Problem weniger. Aber jetzt zu Ihnen. Sie sind ja völlig außer Atem. Was ist passiert? Ich habe einen Anruf von Delvin erhalten. Und? Die Verbindung war leider furchtbar, aber ich glaube, er wollte uns warnen. Jemand plant einen Anschlag auf die Bohrinsel. Sind Sie da sicher? Nicht hundertprozentig, es klang aber so. Hat er sonst noch was gesagt? Nein. Nein, das war alles. Ja. Haben Sie sonst noch irgendwelche Nachrichten bekommen? Wieso? Von wem denn? Von Salvador? Ach so, nein. Ich habe nur von Delvin etwas gehört. Und wie gesagt, auch nur sehr kurz. Verheimlichen Sie mir auch nichts? Nein. Wieso? Ach, vergessen Sie's. Das muss die Nähe von diesem Indes sein. Ich wittere schon überall eine Verschwörung. Naja, man kann ja nie wissen. Richtig. Ich fürchte, wir haben noch ein ganz anderes Problem. Jemand hat versucht, die Präsentation zu manipulieren. Was? Warum sollte jemand so etwas tun? Ich weiß es nicht. Aber man hat alles daran gesetzt, dass der Generator bei der Vorführung nicht optimal funktioniert. Auch die Alge selbst war viel schwächer als normal. Aber trotzdem waren die Investoren überzeugt? Ja, war auch gar kein Problem. Ich habe einfach ein besseres Exemplar bringen lassen. Ich schlage nun vor, dass Sie versuchen, mehr über diesen Anschlag herauszufinden, während ich den Vorfall mit der Alge untersuche. Okay, klingt vernünftig. Sie verheimlichen mir wirklich nichts? Nein. Du? Nein. Gut, dann bis später. Verheimlichen Sie beide was? Sadi, bitte komm. Bent sagt, die Investoren sind überzeugt. Du musst dich geirrt haben. Oha. MSL Wohnbrühe. Willkommen zurück, Bent. Hübsche Show, die du da veranstaltet hast. Ich hoffe, du hast da keine Erwartungen geweckt, die du später nicht erfüllen kannst. Hallo, Duwe. Okay, haben wir einen Schrank vor uns. Baupläne, Bücher, ein Mikroskop. Nichts, was mir Aufschluss über den Stand der Forschung geben könnte. Da ist nichts weiter. Keine verschlammten Akten, nichts. Nur was auf den ersten Blick schon zu sehen war. Ah ja, wenn wir hier lang gehen, kommen wir zurück, oder? Ich muss erst herausfinden, was mit der Alge passiert ist. Okay. Dahinter sind die Kojen für das Forscherteam. Bent, würdest du bitte die Tür zu unseren Privaträumen schließen? Ich glaube, du hast da nichts verloren. Natürlich habe ich da was verloren. Das war mal mein Schlafzimmer. Richtig. Aber seitdem du weggegangen bist, wurden all deine Habseligkeiten entfernt. Ich habe das selbst überwacht. Und jetzt schließe bitte die Tür, sonst mache ich daraus eine Staatsaffäre. Ja. Die Blaualgenwerte sind in den letzten Monaten immer weiter gesunken. Aber warum? Und jemand hat sich gefuscht. Ein Brotmesser. Okay, ich habe jetzt ein Messer. Kann ja vielleicht nützlich werden. Wer weiß. Die Anlage für die inselinterne Kommunikation. Gespräche mit dem Festland müssen über das Funkhaus laufen. Ich würde es begrüßen, wenn du das lassen würdest. Ich warte auf einen wichtigen Anruf. Und von wem? Ich glaube, das geht dich nichts an. Ah ja, sehr freundlich. Ein normaler Topflappen. Zum Hand reinschieben und Sachen aus dem Ofen holen. Ich nehme hier alles mit. Schau mich nochmal um. Lissas alte Waschmaschine scheint sich immer noch gut zu halten. Mit dem reden wir gleich. Ein paar Laborkittel und zwei Jeans. Nicht weiter von Interesse. Darüber lässt sich der Eingang zur Schleuse steuern. Ah, ja.
Okay, hier haben wir eine Antenne. Meine alte Antenne. Marke Eigenbau. Wer hätte gedacht, dass das alte Ding noch steht? Sie sitzt etwas locker. Kümmert sich denn niemand darum, dass das Ding nicht auseinanderfällt? So, besser. So, hier ist eine Tür. Dahinter verlaufen die Druckschläuche für die Schleuse. Selbst wenn ich den Schlüssel für die Tür hätte, bezweifle ich, dass ich dahinter etwas Nützliches finden würde. Ah, ja. Da mal hin. Die Tür zur Luftschleuse lässt sich nur über das Terminal in der Ecke bedienen. Okay. Die Pumpe regelt den Luftdruck im Labor und sie arbeitet am besten, wenn man sie in Ruhe lässt. Die Pumpe und sie arbeitet. Alles klar. Eine Iris-Tür. Die Tür führt zum H2-Labor. Um diese Zeit ist sie normalerweise abgeschlossen. Wie ich es mir dachte, abgeschlossen. Ja. Die Tür führt zum Bürolabor. Da kann man durch. Zum Bürolabor. Seit Jahren nicht mehr erschreckt. Hallo Ben, schön dich zu sehen. Aha. Errungenschaft, Drehschütze, boom. Aha. Ich dachte, ich sehe mal nach dem Rechten. Aha. Aha, was? Darf ein alter Ruheständler nicht mal seine ehemaligen Kollegen besuchen? Natürlich darf er das. Nur kenne ich dich gut genug, um zu wissen, dass das nicht der einzige Grund sein kann. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Was ist mit der Alge passiert? Wovon sprichst du? Ich war gerade auf der Präsentation für die Investoren. Die von euch präsentierte Alge war grauenhaft schlecht. Ach, Ben, du übertreibst. Weißt du, wie ich mich geschämt habe? Ich kann verstehen, wie du dich fühlst, aber... Bitte halte dich da raus. Aber... Vertrau mir. Es ist so besser für dich. Auf gar keinen Fall. Du sagst... Das ist nicht meine Verantwortung. Weißt du, wie du dabei klingst? Nein, Ben. Wie klinge ich denn? Wie meine Therapeutin. Das passt. Dr. Lissa Hinrichs, offizielle Svensson-Familientherapeutin. Ja, da ist was dran. Es stimmt. Ich bin nicht mehr für die Forschung verantwortlich, aber ich habe das ganze Projekt mit aufgebaut. Ich verdiene eine Antwort. Wenn du bei der Präsentation warst, dann kennst du die Antwort doch bereits. Wir haben kein Geld mehr. Das heißt, keine neuen Geräte, keine Reparaturen, keine qualifizierten Fachkräfte. Und schlechtere Forschung bedeutet wiederum weniger Investitionen. Ein Teufelskreis. Ah ja. Was hat Geld mit der abnehmenden Algenleistung zu tun? Wir arbeiten unter enormem Druck, unter katastrophalen Bedingungen. Unter solchen Bedingungen macht man schon mal Fehler. Und die Alge leidet mit. Lissa, was ist hier los? Du verheimlichst mir doch etwas. Bent, bitte. Das hatten wir doch schon. Auf jeden Fall. Niemand ist schuld an unserer momentanen Situation. Wir haben einfach nur Pech. Ja, es will am Ende niemand wieder schuld sein, das ist klar. Ich werde es schon noch herausfinden. Bitte lass es sein. Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser, ja. Du verhasst mich. Ich weiß. Er macht dich immer noch für Metas Tod verantwortlich. Womit er auch recht hat. Sie war krank, Ben, und sie hat es dir nicht gesagt. Weil sie wusste, dass ich niemals meine Arbeit für sie aufgeben würde. Im Gegenteil. Du hättest alles für sie hingeschmissen und diese Verantwortung wollte sie nicht tragen. Dieser Hang zur Selbstaufopferung, der muss in eurer Familie liegen. Tja. Wie geht es Duwe denn? Frag ihn doch selbst. Wenn ich mit ihm rede, schimpft er die ganze Zeit nur. Ach, hör da nicht drauf. Ich glaube, es geht ihm besser, als er nach außen hin zeigt. Er hasst sein Leben auf der Bohrinsel. Wenn er es wirklich hassen würde, dann wäre er schon lange weg. Mach dir keine Sorgen. Er kommt schon klar. Ich sehe, du bist beschäftigt. Wollen wir lieber später weiterreden? Wichtig ist nur, dass wir weiterreden.
Warum treffen wir uns später nicht einfach in der Küche und kochen was zusammen? So in 2 Stunden. Zum Feierabend. Ich bin dabei. Schön. Ich freue mich drauf. Okay. Schauen wir uns hier mal an. Das Mikroskop war meine letzte Anschaffung, bevor ich die Forschungsleitung an Duwe abgeben musste. Ah, ja. Unser internes Kommunikationssystem. Funktioniert die Sprechanlage noch? Aber man kann immer noch nicht zum Festland telefonieren. Wen willst du anrufen? Das wirst du gleich sehen. Hallihallo, Lissa. Ich bin's nicht. Es ist Band. Oh, Dr. Svensson, schön, Sie zu hören. Was kann ich für Sie tun? Gibt es eine Nachricht für mich? Nein, nichts. Erwarten Sie einen Anruf? Nein, ich dachte nur, vielleicht hat sich meine Rückkehr rumgesprochen. Oh, ich versichere Ihnen, das hat sie. Ich bin auch selbst nicht ganz unschuldig daran. Das dachte ich mir schon. Melden Sie sich im Bürolabor, wenn sich doch noch etwas ergeben sollte. Jupp. Sonst noch einen Wunsch? Ich möchte, dass Sie jemanden ausrufen. Und wen? Rufen Sie meinen Sohn aus. Und was soll ich ihm sagen? Sagen Sie, er soll ins Bürolabor kommen. Alles klar. Warum lässt du ihn ausrufen, wenn er gleich nebenan ist? Da muss nicht zurücklaufen. Dr. Svensson? Er sagt, er hätte gerade Mittagspause und sehe absolut keinen Grund, dies jetzt zu unterbrechen. Aber es wird Sie freuen, dass er gleich nebenan von Ihnen ist. Warum gehen Sie nicht einfach rüber? Hab verstanden, danke. Siehst du? Ich bin mit meiner Meinung nicht alleine. Ja, ich weiß. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ach, das ist doch Blödsinn. Lassen Sie es bleiben. Wenn Sie sich's anders überlegen, sagen Sie Bescheid. Bis dann. Okay, oh, den Schrank haben wir noch nicht untersucht. Ein neuer Schrank? Den kenne ich noch gar nicht. Suche beendet. Der Schrank ist leer. Kleiner Spind. Das ist der erste Stopp, wenn man morgens das Labor betritt. Der Spind mit den Arbeitskitteln. Dieser Kittel kommt mir verdächtig bekannt vor. Ich wollte ihn rausnehmen. Ha, wusste ich's doch. Das ist mein alter Kittel. Was? Der im Spind? Hätte nicht gedacht, dass ihr den noch habt. Bist du jetzt sentimental? Duwe zieht ihn manchmal an, wenn er sauber macht. Ein Saubermachkittel. Ist das bewusst da immer so? Mein alter, zerknitterter Laborkittel. Dass sie den noch nicht entsorgt haben? Oh, dieser Geruch. Und an jeder Stelle findet sich ein anderes Labor-Aroma. Da werden Erinnerungen wach. Tja. Was ist denn das? Eine alte Algenprobe von mir. Was macht die denn hier? Eine Algenprobe. Okay. Dr. Ben Svensson. Forschungsleitung. Ach ja. Ich muss die Probe gerade frisch genommen haben, als ich meinen Zusammenbruch hatte. Man kann es kaum noch lesen, aber hier steht etwas in meiner Handschrift. D54H. D54. Das ist die Delta-Alge. Unsere leistungsstärkste Kultur. Ich verstehe nicht, warum Duwe die heute nicht präsentiert hat. Dann sollte man die vielleicht behalten. Dann wird vielleicht noch was bringen. Hier lagert das gesamte Spektrum unserer Forschung. Eine Probe jeder einzelnen von uns gezüchteten Blaualgenkultur. D54H. Wo ist die Delta-Alge? Nichts. Seltsam. Wir haben jetzt die letzte davon. Aha. Da müssen wir noch finden, was die wieder. Ich hoffe, die ist nicht vergammelt oder so in der Zeit.
dass wir die noch verwenden können. Das wird wahrscheinlich die Schlüsselelge sein. Wasser trinken, nicht vergessen. Beste. Ich weiß. Wasser trinken. Ich weiß. Ja, trinken ist wichtig. In dem Sinne. Wasser trinken nicht vergessen. Auch während des Streams. Nicht vergessen. Okay, dann sind wir hier wohl fertig, oder was? Dann gehen wir. Dann reden wir mit unserem Sohn. Er versucht mich zu ignorieren.